Bereits am 14. März fand im Museum am Schöllerberg im Rahmen des Kooperationsprojektes Der Hund ist auch nur ein Mensch, die Hunderallye Wege zum Hund statt. Wir haben darüber berichtet. Es gingen insgesamt 72 Lösungen ein, die richtig beantwortet wurden. Daraus wurden schließlich 8 Gewinner per Losentscheid ermittelt, die sich am Mittwoch im Museum ihre kleinen, aber feinen Präsente abholen durften. Die Rallye wurde von der Hundeschule Lachmann und Gabriel ausgearbeitet. Das Ehepaar Gabriel übergab am Mittwoch gemeinsam mit Museumsdirektor Dr. Dietmar Grote die Preise an die glücklichen Gewinner. Die Preiskategorien waren in 3 Altersgruppen aufgeteilt: Kinder bis 10 Jahre, Kinder ab 10 Jahre und Erwachsene. Aber eine Rallye wird es dann